Wir sehen uns auf reitschuster.de. Einen wunderschönen guten Abend aus Wien, auch wenn Sie von Wien hier nicht viel sehen. Die Perspektive ist auch etwas ungewöhnlich, die Kameraführung und auch der Ton. Und ich erkläre Ihnen jetzt, warum das so ist. Lost in Wien, verloren in Wien, das würde stimmen, denn mein Rückflug heute von Bad Gorica oder der Versuch eines Rückflugs aus Montenegro, der verwandelte sich in ein Abenteuer und ich bin gestrandet hier in der österreichischen Hauptstadt, genauer gesagt in Schwechat am Flughafen. Es begann damit, dass ich schon am Flughafen in Podgorica, das ist die Hauptstadt von Montenegro, früher hieß das Titograd, mich wieder etwas an Deutschland erinnert fühlte, weil da zum ersten Mal wieder Masken getragen werden mussten. Und dann dauerte es geschlagene 2,5 Stunden, bis das Flugzeug startete. Das klingt jetzt so entspannt, aber es ist etwas ganz anderes. Faktisch haben wir 3 Stunden gewartet und es wurde überhaupt nicht mitgeteilt, warum das Flugzeug nicht startet. Und man sitzt dann da und dann stellte sich heraus, dass dieses Flugzeug, der Aua passt in diesem Fall, Austrian Airlines, dass die Bremsen zu warm geworden sind und dass man dann versucht hat, einen Mechaniker zu finden, der das anschaut und vor allem unterschreibt. Es war noch entscheidend, dass die Verantwortung übernommen wird, dass man fliegen kann mit diesem Flugzeug, der Aua. Dann ging es nach Wien. Selbstverständlich war der Anschluss verpasst und dann wurde es erst richtig lustig, weil ich dann zum Ausgang musste. Dann kann man entweder in die Stadt und dann muss man alles vorweisen, Tests und dergleichen, oder man muss das nicht vorweisen, dann geht es zum Transit. Und ich hoffte, dass ich noch einen Flug bekomme, also bin ich zum Transit und dann wieder durch diesen Security-Check, eine der größten Gelderfindungsmaschinen seit Bestehen der Luftfahrt, dass man bei Umsteigeverbindungen außerhalb der EU die Leute nochmal durchsucht. Das ist ja alles eine Frage von Flughafengebühren, weil wenn jemand ein Flugzeug entführen wollte, dann könnte er es auch schon im Anflug machen. Und dann ging es an den Schalter, dann stellte sich heraus, es ist kein Flug mehr verfügbar am Abend und dann musste ich wieder durch diese Grenzkontrolle und dann hätte ich wieder den Test vorweisen müssen. Den habe ich zwar dabei, ohne den wäre ich gar nicht ins Flugzeug gekommen. Den habe ich dann aber nicht gezeigt, weil ich das prüfen wollte. Habe einfach gezeigt diese Boardingkarte, obwohl die schon abgelaufen war. Und dann ließ man mich doch durch und dahinter kann man sich dann selber entscheiden, wo man hin will. Also so viel zur Effizienz dieser Kontrollen. Dann stellte sich heraus natürlich, dass das Gepäck nicht da ist. Dann musste man da wieder eine ewig lange Schlange anstehen, um das Gepäck zu bekommen. Dann hieß es, das wird 1,5 Stunden heraussortiert. Und das Lustigste war dann, dass ich nur den Morgenflug verwenden nehmen kann, weil wenn ich den Mittagsflug verwende, wenn ich den Mittagsflug nehmen würde, dann bräuchte ich einen neuen Test, weil der Test aus Podgorica um 11:30 Uhr oder 12.30 Uhr gemacht wurde, aber der Start nach Berlin erst um 13 Uhr wäre der späteren Maschine. Also hatte ich jetzt die Wahl, entweder den Red Eye, den Flug mit den roten Augen zu nehmen in aller Früh oder mich erneut testen zu lassen, wobei ich mich in Österreich nicht so gern testen lasse. In Podgorica war das eher entspannt. Die machen das nicht so tief. Da aber morgen die Bundespressekonferenz ohnehin ist, da finden 3 statt. Und da ich die schon am Montag in Montenegro verpasst habe, habe ich mich dann entschlossen, in diesen sauren Apfel zu beißen. Für mich das Schönste ist, in der Früh um 6 hier aufzustehen. Im Hotel war dann auch wieder eine Riesenschlange. Da muss man zuerst auch wieder mit Maske rein. Wenn man dann den Test vorzeigt, man muss einen Test vorzeigen hier im Hotel, dann darf man die Maske abnehmen und ohne Maske im Hotel sein. Und dann fragte ich, was wäre jetzt gewesen, wenn dieser Test hätte ja zum Beispiel um 20 Uhr auslaufen können, die 48-Stunden-Frist vorbei. Und dann wäre er fürs Hotel nicht mehr gültig gewesen, weil nach Berlin wäre ich damit ja dann noch gekommen. Und dann meinte die Dame, dann hätte ich einen neuen Test machen müssen. Dann habe ich gefragt, aber die Testcenter sind doch zu, hätte ich dann auf der Straße übernachten müssen.
Und dann wusste sie auch nicht mehr so recht Bescheid. Ich habe dann den Koffer genommen, habe alles raus, wollte ihn dann wieder einchecken, hatte schon die Bordkarte. Also eigentlich könnte man das auch automatisch machen, habe es aber mit einem Mensch gemacht. Dann wollten sie wieder den Test sehen. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich es aber am Automat gemacht hätte, dann hätten sie doch den Test gar nicht sehen wollen. Dann sagte sie, ja. Sagte ich, was ist dann der Sinn? Dann sagte sie, weiß sie nicht, die Dame am Schalter. Also Rätsel über Rätsel hier in der Corona-Zeit. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich den Test schon früher gemacht hätte? Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Irrenhaus, zumal es ja immer mehr Nachrichten gibt. Ich hatte das ja auch auf der Seite, die manches in Frage stellen oder zumindest gewisse Zweifel erheben. Und das kann ich jetzt wieder nicht sagen, sonst wird es bei YouTube zensiert. Aber Sie wissen, ich denke, was ich meine. Ich rede von Bienen, von der Bienenzucht und von gewissen medizinischen Eingriffen. Sag aber nicht welche, denn wir leben ja in einem neuen Zeitalter der Zensur. Und das darf man ja auch nicht sagen, weil das ist ja böse, wenn man darüber spricht. Ja, ich bin also wieder zurück. Morgen geht es so. Die Aua und die österreichische Fluggesellschaft hat nichts mit Aua Aua zu tun. So die Aua, das schafft, werde ich morgen wieder in der Bundespressekonferenz sein. Und da ging es ja am Montag heiß her. Also Respekt, da haben die Kollegen wirklich mal die Bundesregierung halbwegs gegrillt. Prima, finde ich super. So sollte es auch sein beim Thema Hochwasserkatastrophe. Und da konnte die Bundesregierung wirklich von Glück sagen, dass das nicht mehr live übertragen wird und dass es auch bei den großen Sendern nicht zu sehen ist. Und da habe ich mich natürlich sehr geärgert, dass ich da nicht da war. Und da versteht man dann auch, warum man vielleicht keine Übertragungen mehr wollte. Also es war hochnotpeinlich. Ich werde auf der Seite jetzt noch leider etwas Verspätung durch die Reise und durch all das auch noch ein Wortprotokoll raufstellen und eine kurze Beschreibung, wie das war am Montag. Unfassbar. Und ich habe den Eindruck, jetzt beim Hochwasser, weil das ja kein ideologisches Thema ist und weil es da ja angeblich um Klimaschutz geht, was ich für merkwürdig halte, da sind offenbar jetzt die Beißhemmungen weg, anders als bei Corona, und man traut sich wieder ein bisschen zu kritisieren. Die Regierung finde ich sehr erfreulich, finde ich gut, und wie sich die Regierung hier präsentiert, das ist unfassbar. Also lesen Sie einmal diese Geschichte, die jetzt dann in Kürze auf der Seite erscheint, das ist wirklich nicht zu fassen. Die haben die Sirenen gehen nicht, man weiß das seit einem Jahr und man hat eigentlich, also so klingt das, nichts getan. Stellen Sie sich das mal vor, Sirenen gehen nicht. Ja, wo leben wir denn im, hat man den Eindruck, wir leben hier im Tiki-Taka-Tuka-Land, wo alles wunderbar ist, wo man die Sirenen nicht braucht. Dafür machen wir aber mit jedem, um Gottes Willen, wenn die Unisex-Toiletten nicht da sind und dergleichen. Aber das darf man ja auch wieder nicht sagen, das ist ja wieder böser Populismus. Und diese Flutkatastrophe, leider, leider, leider um diesen hohen Preis, die hat einfach ein bisschen gezeigt jetzt, wie unser Land doch immer in einem Schönwettermodus regiert wurde. Und Sirenen gehen. 2022 wollte man dann den nächsten Sirenentag machen. Ja, bitte, glaubt ihr, das ist einfach, das ist eine Gleichstellungsfrage, die Sirenen, oder? Dass das genauso ist wie Genderprofessuren. Das Leben ist keine Gender-Angelegenheit, in der man nur immer schauen muss, dass man die Sternchen und das Innen gut macht. Die Bundesregierung konnte auch nicht sagen, wann sie gewarnt wurde. Also da geht man in diese Pressekonferenz, es ist hier wirklich alles am Brennen und dann können die sagen, ja, wissen sie nicht. Aber bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, ich muss ja bald ins Bett, damit ich das morgen schaffe. Das war's für heute aus Wien. Ganz überraschend. Ich hatte ja gerade das Montenegro-Video, aber ich bin ja jetzt schon, na, ich sollte zurück sein, bin es aber noch nicht. Deshalb hier gleich dieser Nachfolger. Alles Gute, danke, ciao. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Jetzt kommt noch ein Augenzeugenbericht auf meiner Seite. Einen habe ich schon von Menschen aus diesem Hochwassergebiet. Ich bekomme die geschickt. Ganz, ganz bewegend. Schauen Sie sich das an. Lesen Sie rein. Alles Gute. Danke. Ciao. Stopp, stopp, stopp. Natürlich habe ich doch noch was vergessen, denn ich wollte Ihnen ja am Anfang sagen, warum die Kameraführung und der Ton so schlecht sind. Weil ich den Koffer jetzt schon wieder abends aufgegeben habe. In der Früh 5 oder 10 Minuten zu sparen, denn das ist nicht meine Zeit. Und natürlich habe ich dort Stativ und Mikrofon gelassen. Deshalb sehen Sie mir es nach, wenn etwas die Qualität hier nicht so stimmt und wenn die Umgebung etwas
merkwürdig ist. Ich hoffe, ich bin nicht zu rot oder blass oder was auch immer im Gesicht. Alles Gute, gute Nacht, danke, ciao. Ja, und ein Backstage habe ich heute nicht. Ich müsste jetzt nur die Kamera etwas schwenken, weil das Ganze etwas chaotisch ist, weil ich den Koffer wieder aufgegeben habe, mir dann die Sachen raus habe. Darum sieht es hier ein bisschen aus bei mir wie im Zeltlager. Aber diesen Blick will ich Ihnen hier nicht zumuten. Wir haben hier schon eine ungewöhnliche Atmosphäre. Und ich hoffe, wenn ich jetzt wieder ein bisschen zurück bin im Berliner Stress, dann kommen auch wieder die schönen Versprecher, die ich im Moment leider nicht habe. Ich hätte jetzt auch noch einen wunderschönen Witz aus Montenegro, aber den erzähle ich Ihnen dann in einer meiner nächsten Reportagen aus oder über Montenegro. Und ja, es kommt tatsächlich vor, aber nach diesem ganzen Stress hier, ich war dann unten auch noch anderthalb Stunden vor der Rezeption, weil da riesige Schlangen waren, da habe ich mir gesagt, setz dich hin und schreibe etwas, dann fällt mir auch kein Witz ein. Das darf bei mir eigentlich nicht passieren. Naja, ich hätte noch ein paar, also einen ganz absurden und bösen russischen Flugzeugwitz. Nein, der ist politisch unkorrekt. Der geht nicht in Deutschland. Nein, der zweite, der ist auch politisch unkorrekt. Ich kann meine russischen Witze hier nicht erzählen. Die sind alle politisch unkorrekt. Aber den einen erzähle ich, auch wenn er politisch unkorrekt ist. Es ist dieser schwarze russische Humor, ein absurder, grotesker Humor, und liebe ich ihn, auch wie gesagt, politisch nicht korrekt kommen. Leute sitzen alle schon im Flugzeug, auf einmal in Pilotenuniform, kommen gleich zwei Blinde rein mit den Stöcken und gehen ins Cockpit. Die Leute sind völlig außer sich und machen die mit dem Flugzeug los. Die wissen genau, wie man es richtig hinbringt, und dann sind sie auf der Startbahn und fahren, und die Leute sehen schon, die Startbahn endet bald, und sie haben gesehen, dass zwei Blinde ins Cockpit gehen, und dann fangen die Leute auf einmal an zu schreien. Aah! Und in diesem Moment, wo die A sagen, ziehen die Piloten das Flugzeug hoch, und dann schauen sich die beiden Blinden an. Es ist ja ein absurder, grotesker russischer Witz. Dann sagen die, na, ist gerade noch mal gut gegangen. Aber was machen wir, wenn die mal nicht schreien? Wie erfahren wir dann, wann wir das Flugzeug hochziehen? Grotesker Witz, für deutsche Verhältnisse vielleicht etwas befremdlich, aber ich liebe den russischen Humor. Ich versuche ihn Ihnen auch ein bisschen näher zu bringen. Und da ich ja heute fliege, habe ich Ihnen diesen Humor erzählt. Wir haben uns auch am Flughafen da beim Warten viel mit Galgenhumor gegenseitig geholfen, als wir überlegten, was die Techniker gerade am Flugzeug machen. Jetzt sind es doch wieder 12 Minuten geworden. Ich spreche zu viel. Offenbar Defizit, weil ich so lange offline war in Montenegro. Alles Gute, Grüße aus Wien. Danke, ciao.